Willkommen! Wir haben 23.11 Uhr. Wir spielen heute gegen die Kölner Haie in Oeln, in Köln. Kolon! Olon, Olon! Die Apen vom Dom. Ich habe mir Folgendes gedacht. Ich habe mir gedacht, also ich werde jetzt oder habe gerade eben Göpfert wieder ins Tor gestellt, weil irgendwie dieser... Ist bei dem Russen irgendwie richtig der Wurm drin. Der will uns echt jedes Spiel versauen, habe ich gemerkt. Ja, und von daher... Haben wir den wohl oder übel rausgenommen. Verkaufen tun wir ihn später. Echt ohne Scheiß, der wird verkauft, ey. Aber, mein Gott. So. Wir werden da schon... Guck mal. Wir sind überall besser. Wir sind im Angriff sogar einen halben Stern besser. Herrlich. Ja, würden wir mal sagen. Auf geht's, ab geht's. Nach 7 Tagen, dann ist Raum wieder da. Da kommt Freude auf. Ja. Wenn Jason Raum erstmal wieder dabei ist, dann ist alles im Lot. Jason? Ja, Ashton. Entschuldigung. Ashton. Okay, dann bis gleich. Tschüssikowski. Good morning, everybody! Ach, das ist halt 3-5, ja. Clap your hands for the weekend. Clap your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up. Dieses Spiel müssen wir aber 1000% nicht gewinnen! Alter! Ah, hast du schön die Ecke dicht gemacht. Ist aber auch nicht. Vielleicht, aber... Ja, definitiv. Weil da war die Ecke war frei. Boah, 7-3-0, 7 Siege, 3 Niederlagen. Es wird schwer gegen Köln. Es wird definitiv schwer. Ja, aber... Nein! Ja, Edi! Das erste von will noch laufenden 10. Liebe Mannheimer, das Tor war für euch. Weil Köln euch herausgekickt hat aus dem Playoff. Ja. Und da werden jetzt noch 9 weitere Folgen, die für euch sind. Und das 11. ist dann für uns. Nimm den Mund nicht so voll. Ja, ich weiß. Das Spiel ist lange. Das Spiel ist verdammt lange, ja. Also, ich habe in den letzten 5 Spielen gemerkt, dass man
dass man doch erstmal den Mund nicht so voll nehmen darf. Und deswegen, ich werde jetzt erstmal in puncto Tore die Klappe halten. Was meinen die dazu? Ja, warum nicht? Besser ist das. Aha. Aber ein Sieg würde jetzt trotz alledem ja wirklich gut tun nach 5 Niederlagen, weißt du? Wenn wir besser zusammenarbeiten und zusammen koordinieren. Scheiße, Schläger gebrochen. Nein! Okay. Sure. Ey, der hat mich ins Abseits geschoben, der Sauhund. Der hat mich noch gar nichts mehr. Ich schätze, der ist vollkommen konzentriert. Huch! Ich dachte, du hättest den. Nee, leider nicht. Ich wollte gerade Spieler wechseln, deswegen. Ja, ich weiß. Das ist mir schon aufgefallen. Ja, ich versuche mich jetzt tatsächlich ein bisschen zu konzentrieren. Also, ich entschuldige mich, wenn ich relativ wenig sage. Aber ich versuche mich da jetzt echt ein bisschen mehr zu konzentrieren. Aber ich meine, die Chancen liegen definitiv im ersten Drittel auf Seiten der DEG. Also, da führt gar kein Weg dran vorbei. Ja. Aber jetzt folgen noch zwei und das erste Drittel ist auch noch nicht komplett vorbei. Nein, aber im Moment... Sieht relativ entspannt aus. Aber, ja. Wie sagt man so schön, das Spiel ist lang. Das Spiel ist ja dann vorbei, wenn die letzte Sirene ertönt. Pflege ich immer zu sagen. Ich sag, also jeder kennt natürlich diesen altbekannten Spruch, beim Fußballspiel ist 90 Minuten lang oder Ball ist rund. Aber beim Eishockey heißt es so viel, das Spiel dauert Minimum 60 Minuten. 2 Minuten 51 noch im ersten Drittel. Die DEG führt glücklicherweise mal 1:0. Entweder würde ich jetzt sagen, durchhalten. Oder noch ein paar Tore schießen. Entweder oder. Also das erste würde ich definitiv sagen. Das erste und das zweite wäre jetzt echt nicht schlecht so. Ja, nach 5 Niederlagen. Ja. Boah. Aber jetzt noch gerade Köln war. Ein Abseits machen. Schön dabei. Erste Drittel vorbei. Die EU führt 1:0. Ja. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise. Aber wir hatten echt krasse Chancen. Ja, wir müssen echt mehr nutzen. Es hätte 2:0 stehen können, hättest du ein bisschen schneller reagiert. Ja, hätte. Dann wird's wahrscheinlich auch schon. Da hätten wir auch die 5 Spiele vorher wahrscheinlich nicht ganz verloren. Hat die meisten Torchancen, er steht bei uns. Sieg hat gewonnen. An Erfahrung. Sieg auf voller Linie, würde man sagen. Gott, tut mir das Knie weh. Auf geht's ins zweite Drittel. Haben wir gerade einen gewonnen? Was du da? Wolltest du den Puck gerade reinschieben? Ich hab's echt versucht, endlich mal wieder ein Tor zu schießen und dann versaut mir diese Torwart-Ding da, echt alles.
dreimal, weißt du, dreimal. Hätte ein bisschen laufen sollen, weißt du, so in der Tour. Ja, ich weiß, aber mein Gott, ich will einfach jetzt ein Tor schießen. Ich werde alles daran setzen, das irgendwie zu schaffen jetzt. Ich nicht. Ich ja. Du siehst das meiste drin. Ramba, Ramba. Ramba, Samba? Yep, Mama Savage. Schade. Jetzt hast du dein Sandwich gehabt. Ey, ein Doppelchecking. Oh, Strafe für Köln angezeigt. Ha, er hat's gesehen. Ey! Hast du das gesehen? Er hat voll den Punch verpasst. Ah, er hat's wenigstens gesehen. Er hat's gesehen. Er hat's gesehen. Er hat's gesehen. Er hat's gesehen. Ja, hat's gesehen. Ja, bisschen gute Stimmung. Ja. Wenigstens etwas gute Stimmung wieder dabei. Ah, sorry. Ja, schon okay. Ey, was war? Ich hab die zweite Strafe gegeben. Nein, 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 nein! Powerplating. Sekunden noch im Powerplay. Jo, wir müssen Powerplay-Tor machen, glaube ich. Ja, Tore und Unterzahl haben wir ja schon. Ja, jetzt Powerplay-Tor. Ich hab's ja versucht. Ich weiß. Ja, der Torwart ist relativ stark. Wenn ich den Namen Juri höre, muss ich immer an Battlefield denken. Ich muss immer an, wie heißen die Filme? Ja! Wie ist denn der jetzt reingegangen? Weiß ich nicht, ob er ist reingegangen. Ja, Baby, ja! Powerplay! Oh, Powerplay! Danny Kreuzer! 2-0! Das war geil und das besonders mit 600 Fans. Oh, schade. Sollen wir es versuchen? Ich versuche immer Tore zu schießen, aber immer... Ja, ich glaube in Unterzahl manchmal spielen wir am besten. You're my sunshine, my only sunshine. You make me happy, my skies are blue. Okay, das sieht schon mal... Ah! Die 5-3! Das ist Wien! Ein Ex-Kölner gegen einen Ex-Düsseldorfer war ja auch nicht schlecht! Oh, ich glaube, da kriegt der Bruder ein paar ins Maul. Verloren? Charles Stevens, Ex-Düsseldorfer, Tino Boos, Ex-Düsseldorfer, weißt du? Ex-Kölner, meinst du? Meine ich doch. Aber warum 5-3 Unterzahl jetzt? Hab ich auch nicht verstanden, oder? Eben hast du Torhüter-Lehrung gemacht. Aber das Spiel war doch... Tino Boos, Spiel war jetzt nicht ganz. 5-3, keine Ahnung warum. Weiß ich auch nicht. Achso, genau. Yep. Ach
schon ganz gut aus. Nein, was ist denn da? Weiß ich nicht, aber schnell nach hinten. Ja. Nicht in der Mitte spielen, schnell nach hinten, weil das muss verteidigt werden. Wieder schnell nach hinten. Ja, besser ist das. Halten, halten, halten. Besser ist das. Jupp, sieht gerade gut aus. Ich will ja nie zu weit aus dem Fenster leben. Nee, ich sag nur, es sieht gut aus. Im Moment. Also ja, wir sind gerade echt schwer daran zu kämpfen, zu verteidigen. Aber du weißt schnell, was passieren kann, dass aus einem Vorsprung ein 30-2 für den Gegner wird. Das weißt du selber. Oh ja, wir haben es selbst schon einige Male gemacht. Deswegen. Schön. Mach es! Mach es! Ah. Hier ist unten, weißt du, wo der... Gerade von der Bank gekommen. Oh, wir sind wieder... komplett. Tutti completico. La mamma sita, you make me happy. La mamma sita, you don't get me. Ich glaube, das war keine schlechte Idee, den Bobby da reinzusetzen. Oder? Ja, dann war eine ganz gute Entscheidung wieder. Ach, schade. Oh, lass mich raus. Nein. Ups. Nein, ich hab keinen Bock. Oh, da ist ein Spieler von uns verletzt. Ich hoffe, dass er nichts Schlimmes hat. So wieder vom Eis gefahren ist. Ja. Ah, trotzdem, vielleicht nur eine Woche auf zwei. Da wäre verkraftbar. Na, hat er mir den Trick abgenommen, hat? Wir hatten das 2-0 geschossen. Wusstest du das? Ich war das, ja. Ja, okay, dann. Ich habe beide Tore geschossen. Ja, ja. Ja, der hat sich ganz schön wehgetan. Eigentlich hätte das eine Strafe. Nicky Evans. Ja. Fuck. Schade. Na, werden wir ja sehen, wie lange der jetzt verletzt ist. Achso, zweite, dritte, vorbei, steht. Immer noch? Weißt du nur. Ja, jetzt nicht nachlassen. Liegt er sich dahin, diese Linie? Oh. Bitte tu mir nicht weh, bitte tu mir nicht weh. Klar tue ich dir weh. Kennst du alle? Ich kenn doch alle die Sprüche, so Anlauf statt Gleitcreme. Ist aber endlich mein schönes Ergebnis. Endlich. Dominiert das Körperspiel. Wir haben ja auch erst 2 Strafen mitgenommen. Hätten mehr sein können. Okay, liebe Freunde, auf geht's ins letzte und entscheidende Drittel. Richtig. Ich hoffe mal, dass die knappe 2-0-Führung behaupten kann. Ja, wenn wir so weiter verteidigen wahrscheinlich. Ich bin nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich freue mich einfach nur, wenn die letzten 20 Minuten gut überstanden sind. Mach mal ein Fass auf. Ja, sowieso. Da sind wir beide gerade Kreise gefahren. Aber wir haben drauf gehofft, dass er den Puck nochmal abgibt. Ich
fahre den Kreis. Den Kreis. Oh, du schöne Kreiserfahrer. Wie man vielleicht merkt, die Stimmung ist mal wieder ein bisschen erhellt. Ja, natürlich. Ich meine, bei einer 2:0-Führung. Es war auf jeden Fall keine schlechte Idee, den Bobby reinzusetzen. Yep. Da ist es gewesen. Fuck. Wir sprachen noch darüber. Aber ich meine, er hat ja versucht. Ja. Du hast dann einen Hechtsprung gemacht, wolltest den Ball nach vorne köpfen. Ball? Ja, Puck. Entschuldigung. 16 Minuten, 16 Sekunden noch durchhalten. Ein Tor. Komm, wir liegen noch an 2:1 im Front. Scheiße. Was ist das? Nicht, dass ich wieder einen Fehler mache und der Puck auf einmal drin. Weißt du? Jupp. Jupp. Thomas Gottl. Da fehlen die Ölstriche hier. Das war ein schöner Punch. Das auch. Bam! Das ist schön gemacht. Das war super. Das war illegal. Nicht nachlassen. Das sollte eigentlich ein Pass werden. Ja, der ist aber abgeprallt, aber ein Schlitzel von einem Kölner. Danke für den Rückpass, Kölner. Ne? Sorry, war mein Fehler. Och, passiert manchmal. Aber ich glaube, ich fahre nach dem Spiel auch nach Hause. Ja. Du glaubst oder du weißt? Ich glaube es zu wissen, sondern zu besser. Glauben ist nicht wissen. Dann weiß ich es. Ja, nice. Nein! Oh. Dingelingeling. Dingeling hier kommt. Ah, ja, Mann. Nein! Nein! Das Leben. 8 Minuten noch. Erneuter Angriff. Und Henry. Ey, du Drecksack. Oh. Wie würde jetzt ein Kollege von mir sagen, der ist rein zufällig Buddy, Skillet Player und so? Ja, sowieso. So, Reed hier! Noch 3 Minuten! Ja, der hätte passen können, ne? 43 Sekunden noch. Yep. Wir beten dann mal zum DL-Gott. Ja. Nee, zum Fortuna. Zum Glücksgöttin. Können aber auch zur Athene beten. Bitte? Zur Athene. Kriegsgöttin. Nein. Schade.
Blinken nicht nachlassen. Eine Minute noch. Lasse. Ich wollte den eigentlich versenken. Ich gehe immer davon aus, dass die eh jetzt gleich den Torhüter rausholen. Dann jetzt spielt 6-5. Ja, aber dann brauchen wir nur einmal einen Puck und Pling. Amen. Außer wir setzen uns natürlich jetzt in deren Drittel fest, ne? Tja, wovon träumst du? Von meiner Freundin. Da ist es passiert, Heimtorhüter vom Eis. Jetzt wie gesagt, jetzt brauchen wir nur noch einmal den Puck und... Der könnte passen, der könnte passen! Also. Boah, aber minimal. Echt minimal, ey. Nach dem Spiel werde ich dann ganz schnell mein Mikrofon hinschmeißen und mal ganz schnell aufs Klo rennen, weil ich muss echt drin. 18,5 Sekunden noch. Los, los. Nice. Ein bisschen weiterlaufen. Nee, ich weiß, aber das war Absicht. Ja! Nach 5 Niederlagen in Folge. Alter, wir nehmen noch auf! Nach 5 Niederlagen in Folge. Endlich wieder ein Sieg und dann ausgerechnet gegen die Kölner Haie. War auf jeden Fall kein schlechter Schachzug von mir, Göpfert reinzusetzen. Schön. Endlich mal wieder ein Dreier. So, dies, wie ist das? Rock. TK 1-0 Assist, Daniel Kreuzer 1-0 Assist und Bobby Göpfert, ja, ein einziges Gegentürchen. Oh, wunderbar. Also da, ich glaube, da fällt mir genauso wie dem Gatto ein Stein vom Herzen. Gehe ich mal ganz stark davon aus. So, und wenn sich das jetzt hier mal ein bisschen beeilen würde, dann... Danke. Sehr schön. So, das nächste Spiel ist gegen Augsburg. So, wunderbar. Was sagt die Tabelle? Augsburg ist nach wie vor auf dem ersten, okay. Iserlohn 8. Wir sind immer noch 11. 2 Punkte Vorsprung. Rückstand. Ach, schade. Ach, ja, wie gesagt, nach 5 Niederlagen in Folge endlich mal wieder ein Sieg. Das tat echt mal gut. So, ja, in dem Sinne. So, nur. In dem Sinne noch einen schönen, wunderschönen guten Abend. Ich weiß nicht, ob wir gleich noch eins aufnehmen. Ich weiß es nicht. Also, aber gucken wir mal. Richtig. Also noch einen schönen Abend und wir sehen uns. Gutes Nächtle. Ciao.